Die Künstlerin ist ein Traum. Ein Traum. Sie ist unglaublich, faszinierend. Eine tolle Show. Wir sind sowas von begeistert. Meine ganzen Freundinnen, wir sind hin und weg. Es ist einfach grandios. Ich bin ein bisschen glücklicher, als ich hierher gekommen bin, war ich nicht so glücklich wie jetzt. Da merkt man, da ist jemand nicht nur auf der Bühne zu Hause, sondern auch in seinem Metier. Come and lay down by my side. Hammer, wirklich unglaublich, bin immer noch ganz, ganz geflasht. All I need is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. Unbeschreiblich, ja. Sie bringt es eben hervorragend rüber und vermittelt einen ein bisschen zum Nachdenken, was Glück überhaupt bedeutet für einen selber. So was kann man nicht verpasst haben. C'est grandiose, c'est magique, c'est magnifique, hypnotique. Wunderbar, sehr vielseitig, eine tolle Stimme, eine gute Schauspielerin, also fantastisch. Sie ist interessant, sie ist lustig. Also ausgezeichnet, also schon lange nicht mehr so was Gutes gesehen. Ich fliege, ich bin wie auf Wolken. Das ist wunderbar, war ein wunderschöner Abend. Ich bewundere die Leistung dieser Frau, also es ist enorm. Man lacht ganz herzlich, weil sie so eine Art hat, die einen sofort mitnimmt und mit ihren Augen einen anfeuert und reinzieht in ihre Show. Und ich bin meine französische Körper gnadenlos unterworfen, also kommt auch oben nur französisch raus. Wie kommt unten raus, will ich euch jetzt lieber nicht verraten. Et voilà. Und zu dieser französischen Glut kommt erschwerend hinzu. Und jetzt nach dem nächsten Satz, ich möchte eine kleine Empathie von euch hören. Ich bin Single. Weil sie großartig ist. Ein unglaubliches Unterhaltungstalent. Wir haben einen riesigen Spaß. Das war das mit der Spieluhr. Und sie stand da und es war ganz schlicht und ganz einfach. Und die Stimme hat gewirkt und die Figur hat gewirkt und das war ein Glanzpunkt. Ich kann eigentlich nur sagen, emotional für mich, die ganze Show. Also richtig so, na, wie soll man sagen, also es ging richtig aufs Herz so. Überwältigend, das trifft es sehr gut. Das wirkt so echt und so authentisch, da kann man, ich glaube, einfach, sie macht, worauf sie Lust hat und das ist ganz schön, sowas Echtes auf der Bühne zu sehen. Eine große Künstlerin. Ja, es war wunderbar, es war berührend. Es gab eine Szene, die hat mich fast zu Tränen gerührt. Herzerwärmend. Wirklich, da kriegt man Gänsehaut. Es ist einfach fantastisch. Dieses reduzierte Herunterkommen, wunderbar, wunderschön. Großartig. Und ich. Großes Kino. Und ganz, ganz mit toll. Null fange ich an, wie es damals begann. Grandios, exzeptionell, welch eine Stimme. Nee. Dreimal. Nee. Nee. Alles musste so sein, was du mir angetan. Glaub
emphatische Frau auf der Bühne erlebt, die richtig gut singen kann, die einen in verschiedene Welten entführt und einem einfach Spaß macht. Powerfrau ohne Ende, Sexappeal ohne Ende und Stimmgöttin. Ist aber einfach das ganze Programm. Also es ist der Hammer. Je revois la ville en fête et en délire. Das war voll. Musste erst mal wieder so sacken lassen. Wie sie diese Chanson singt, mit welcher Kraft, mit welcher Intensität, es ist unglaublich. Ich bin total begeistert. Großartig. Ich würde ein zweites Mal kommen. Kann es nur weiterempfehlen. Wie sie auch die französische Chansons rüberbringt. Also ich war sehr, sehr bewegt. Es war großartig. Ich bin geflasht, ich bin beeindruckt und ich bin immer noch so, ich habe immer noch Gänsehaut. Klasse, es ist lustig, es ist Kabarett. Fantastisch. Ich bin so froh, dass ich hier bin und es macht Spaß. Also ich bin sprachlos, weil es war einfach ein unvergesslicher Abend und ich hoffe, dass ich Christine auf der Bühne noch sehr oft erlebe. Es gab Momente, da ist mir die Luft weggeblieben. Ich empfinde sie als große, große Künstlerin mit einer unfassbaren Stimme. Also ich finde es toll, klasse, sie bringt eben halt auch einen zum Nachdenken, was Glück überhaupt ist. Ich bin wild, und ich fühle mich hellwach, ich bin die Jungfrau von Lourdes, bin Jeanne d'Arc, Sophie Scholl, ich bin ganz Seele, schwerelos. Abwechslungsreich, unterhaltsam und auch was fürs Herz. Er bleibt für immer. Bach in meinem Zimmer. Mir sehr gut gefallen, bin zum zweiten Mal da, Wiederholungstäter und fand es wunderbar. Wunderschöne Stimme und toller Abend. Der Weise zu mir spricht. Weiter! Wir wollen mehr! Mehr! Bitte mehr! An alle Götter kommt, macht euch nackt! Bacchus, Dionysos und Apoll! Der ganze Wirbel ist so vertrackt! Ich werde, wenn es hier nochmal spielt, mit Sicherheit nochmal mit ganz vielen Leuten reingehen, weil es einfach so unglaublich ist. Komm, wir tanzen Rock'n'Roll. Das hat noch keiner je so gemacht. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ich hier gewesen bin. Vielleicht klappt es nochmal irgendwann. Es war wirklich schön und bin total begeistert von Christine und ihrer Stimme und der ganzen Show. Wie Glenn Gould im Präludium von Bach. Sehr glücklich, mit einem glücklichen Gefühl. Glück ist, wenn es genügt.
Ich weiß nicht warum, bin so traurig heute Nacht. Es ist echt zu dumm, hab doch nix falsch gemacht. Keiner da zum Küssen, niemand zum Vermissen. Traum vom Glück, wo bist du hin?